So, der zweite Spielabschnitt geht los. Halbfinale der UEFA Europa League. Mal sehen, was dieses Spiel jetzt noch so zu bieten hat. Sie holen sich den Ballbesitz. Verteidigt erstmal den Ball. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Arsenal mit dem Ballverlust. Khedira. Waldemar Anton. Korb. Und Cesc Fabregas. Rani Khedira. Gieselmann. Khedira. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und Arsenal greift an. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Und da haben sie den Ball. Gefahr noch nicht bereinigt. Schön erstmal. Ja. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung, Buschi. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Ja, er ist nicht zufrieden mit dieser gelben Karte. Das hat er sich garantiert anders vorgestellt. Nun Fabregas. Waldemar Anton. Khedira. Rani Khedira. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Hatte Pech bei seinem Aluminiumtreffer. Da war er einmal ganz nah dran. Eine ordentliche Leistung. Gieselmann. Stindl. Cesc Fabregas. Gute Aktion. Ziyech. Dani. Er schirmt den Ball ab. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Stindl. Fabregas jetzt. Korb. Waldemar Anton. Den Ball spielt er raus. Ah, das sieht gut aus. Er kann ihn reinbringen. Weiter Gefahr nach Radetzkis Abwehr. Erstmal geklärt. Ramsey. Und jetzt Ramsey. Dani. Sie suchen die Lücke. Und das ist der Ballverlust. Ja, setzt gut den Körper ein. Kann er was draus machen? Und das gibt Abstoß.
Arsenal wechselt aus. Ein neuer Mann kommt ins Spiel, Buschi. So ist es. Aaron Ramsey geht raus. Stindl. Gieselmann. Fabregas jetzt. Gute Aktion. Ganz souverän hier vom Torhüter. Dani. Lucas Torreira. Wiltshire. Nicolas Pepe. Die Flanke bleibt hängen. Es gibt hier die Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Felix Klaus. Felix Klaus! Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so. Da geht der Trainer kein Risiko. Rani Khedira. Waldemar Anton. Gieselmann. Khedira. Einwurf für Arsenal. Rob Holding. Lucas Torreira. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und Cesc Fabregas. Waldemar Anton. Klasse Aktion, Ball ist weg. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Lucas Torreira. Dani. Setzt sich da schön durch. Lucas Torreira. Dani. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Gieselmann. Rani Khedira. Korb. Nun Fabregas. Levin Öztunali. Könnte die Führung werden. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt.
um den Ball zu erreichen. Ecke kommt rein. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Jack Wilshere am Ball. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Und jetzt die Ecke. Kurze Ecke. Ball kommt an den langen Pfosten. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Radetzky lenkt den Ball über die Latte. Das war natürlich eine riesen Rettungstat. Ecke kommt ins Zentrum. Jetzt wieder der FC Arsenal am Ball. Lucas Torreira. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Einwurf Arsenal. Lucas Torreira. Schirmt den Ball da super ab. Jetzt David Luiz. Lacazette jetzt. Das war sauber, er holt sich den Ball. Rani Khedira. Korb. Rani Khedira. Waldemar Anton. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Leonardo Bittencourt. Leonardo Bittencourt. Vielleicht die Führung jetzt. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage.
Ah, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen. Die kurze Variante. Gieselmann. Der Rückpass jetzt zum Torhüter. Waldemar Anton. Und nun Fabregas. Füllkrug. Fabregas. Gute Pässe jetzt. Korb. Waldemar Anton. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Er sieht die gelbe Karte und das Foul auch noch an einer nicht ungefährlichen Stelle. Und für Freistöße haben sie ja ihre Spezialisten. Das könnte gefährlich werden. Könnte die Führung werden jetzt, wenn er diesen Freistoß nutzt. Das ist eine gute Position. Gefährlich! Was eine Chance! Latte! Endlich machen sie das Tor. Ja, und man sieht ihnen jetzt die Erleichterung an. Machen ja ein gutes Spiel schon die ganze Zeit, aber die Tore, die haben bislang gefehlt. Den Ball hat er super mit dem Kopf getroffen. Das kann er. Da springt er auch genau im richtigen Moment hoch und trifft den Ball voll. Exzellentes Timing. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Und seit seiner Verwarnung muss er hier aufpassen. Deshalb kommt jetzt ein neuer Akteur. Und die Auswechslung geht sicher in Ordnung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Dani. Und jetzt Wilshere. Lucas Torreira. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Wilshere. Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Korb. Waldemar Anton. Khedira. Ja, Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Arne Meyer. Niklas Füllkrug. Jetzt wieder der FC Arsenal am Ball. Klasse Kulisse, die Arsenal-Fans geben nochmal alles. Vielleicht gelingt doch noch der Ausgleich.
Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz... Schönes Zuspiel hier. Lacazette. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Guter Vorstoß jetzt. Ziyech. Kommt jetzt aber in den freien Raum. Da ist die Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Weg ist der Ball. Jack Wilshere. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Arsenal wechselt aus. Ein neuer Mann kommt ins Spiel, Buschi. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Waldemar Anton. Da kommt der Ball. Super Aktion, gut geklärt. Grealish. Macht das da gut. Chambers. Dani. Gute Aktion. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Gieselmann. Waldemar Anton. Korb. Rani Khedira. Waldemar Anton. Khedira. Gieselmann. Korb. So, sie verteidigen hier ihren Ballbesitz und sie verteidigen dieses Ergebnis. Wer will es ihnen verdenken? Das ist nicht schön, aber es ist zweckmäßig. Füllkrug. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Arne Meyer. Sieht gefährlich aus. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nichts ist es, kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Khedira. Waldemar Anton. Korb. Arne Meyer. Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Sieht gut und technisch sauber aus, aber über die Schönheit des Spiels darfst du den Zug zum Tor nicht vernachlässigen. Der Ball ist wieder bei Arsenal. Ja, das könnte was werden jetzt. Jetzt die Flanke. Der ist noch heiß. Leonardo Bittencourt. Gieselmann. Korb. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Grealish. Arsenal kommt auf Außen. Ja, könnte was werden. Lucas Torreira. Hat jetzt Anspielstation. Dani. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Er schirmt den Ball ab. Es gibt hier Freistoß für Arsenal. Ja.
Das wird wohl eine Hereingabe werden. Sie brauchen den späten Ausgleich. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Ja, das sieht gut aus. Chance zur Flanke jetzt. Ja, Flanke kommt kurz. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Gibt eine richtig stolze Nachspielzeit hier. Und klar, die Fans haben natürlich noch mal Hoffnung, dass hier kurz vor Ende doch noch was geht. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie noch mal nach vorne. Rani Khedira. Gieselmann. Waldemar Anton. Leonardo Bittencourt. Khedira. Füllkrug. Grealish. Arsenal gibt noch nicht auf. Vielleicht ganz spät jetzt noch mal die Chance zum Ausgleich. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Grealish. Macht er gut. Lucas Torreira. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Pass. Das Resultat ist genau das, was sie sich erhofft hatten. Und jetzt sehnen sie nur noch den Schlusspfiff herbei. Nicht wirklich schön für den neutralen Zuschauer, auch nicht für die Heimfans. Und wir hören, dass sie unzufrieden sind. David Luiz jetzt. Lucas Torreira. Und Lacazette. Vielleicht noch mal die Chance, diesen knappen Rückstand aufzuholen. Arsenal kommt noch mal. Chambers. Lucas Torreira. Jubel bei den Gästen, das war's für heute in diesem Hinspiel. Man holt sich hier den Sieg. Wichtiges Ergebnis natürlich, wichtiger Erfolg. Jetzt kann man durchaus selbstsicher ins Rückspiel gehen. Und was ist dieser Sieg wert? Natürlich, es ist ein leichter Vorteil. Aber ich bin mir sicher, es wird noch eine Nervenschlacht im Rückspiel. Alles drin, nach wie vor. Sie sind noch lange nicht im Finale. Da ist noch eine Menge Arbeit zu leisten.